When you know within yourself that there's something you want to do, and I believe that all of us were born with a purpose, that all of us have something that we are supposed to do, that all of us have some goodness within us, and that goodness gives us a responsibility to manifest our greatness. Not only that it's possible to have your dream, but it's necessary. It's necessary that you have it, that you work on it, that you develop yourself. If you want to begin to move into your own personal greatness, you got to be willing to go against the tide. You got to be willing to harness your will. I'm in control here. I'm not gonna let this get me down. I'm not gonna let this destroy me. When you want something back, you can't come to pause, because if you come to pause and you see how much it costs, you might quit, you might give up. So you gotta go in knowing that I don't count the cost. I do as many push-ups as it takes, as many sit-ups as it takes, as many reps as it takes. I study as long as it takes. I pay whatever the price is. But because if I start counting the cost, I might quit, I might give up, I might surrender. Don't count the cost. You don't count the cost on this one. You don't count it. You get to a point where you don't count the cost. Ja, ihr habt mal einen kleinen Eindruck hier eben davon bekommen, wie ich mir das so in etwa, ja, mal so ganz grob gesagt vorstellen könnte mit motivierenden Ansprachen, denn darum geht es jetzt. Ich habe vor ein paar Tagen dieses Video gefunden. Ich kann es selbstverständlicherweise nicht einblenden, sondern ich werde es euch mal in die Videobeschreibung packen und ich rate euch, seht es euch an. Es ist wirklich unglaublich gemacht, sehr motivierend, sehr aufbauend und das habe ich mir gedacht, ist ein wunderbares Attribut für einen Machinima. Generalansprachen, sage ich dann nur mal, von mehreren Generälen jetzt, um die Soldaten zu motivieren, die Krieger, was auch immer. Und das ist echt ein super Attribut. Wie gesagt, das möchte ich einbauen. Und ich überlege mir fast, ob ich da nicht eine eigene Serie mache, ja, von irgendwelchen epischen Ansprachen. Dass wir da meinetwegen verschiedene, ja, das könnte man auch historisch vielleicht ganz gut verbinden, wenn es da motivierende Ansprachen gab, finde ich richtig interessant, weil was man in den meisten Machinimas nicht sieht, ist die eigene Sprache. Und das war ja auch etwas, was meinen damaligen Machinima wirklich, glaube ich, ein Stück weit auch beliebt gemacht hat, diese gute Synchronisation. Weshalb ich auch so ein bisschen mit dem Gedankenspiel eventuell die Leute von Hörtalk wieder mit reinzubeziehen. Das war jetzt nur mal ein Auszug von mir. Ich weiß nicht, ich bitte auch drum um Verbesserungsvorschläge. Ich habe normalerweise nicht so die Stimme, die schreien kann und kommandieren kann. Mehr so die ruhigere Stimme. Aber ich denke mal, es war nicht schlecht. Ich habe selber ein bisschen Gänsehaut bekommen, als ich das auf einmal so runtergerattert habe. Ja, das muss ja dann auch schnell gehen, ne? Ich meine, ich habe das jetzt auch ein bisschen versucht zu imitieren von dem Video, was ich gesehen habe. Also der Text stammt auch davon. Der ist jetzt nicht, ja, leider nicht von mir. Der ist wirklich vom Video. Insofern Props an Lost But One. Super Video. Ihr seht's euch an. Auch so ist es echt immer mal wieder schön, wenn man nicht so gut drauf ist. Und ja, also das soll auf jeden Fall mal einfließen. Historische Komponente und generell vielleicht eine eigene Serie. Das wäre echt cool. Nur, ich brauche noch so ein paar Anregungen von euch. Ihr habt schon sehr viel gesagt und vielen Dank. Vielleicht könnt ihr noch so ein bisschen konkreter werden. Das wäre geil. Ja, und ich verabschiede mich jetzt erst einmal. Und ja, was soll ich sagen? Pursue your dream, huh? Verfolgt eure Träume, Freunde. Bis dann. Ciao. Euer Taya.